Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Geht weiter Richtung Diamant. Ich gehe als Burg rein. Welcome to Nova. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut, was ich hier zur Auswahl habe. Ja, perfekt, nehme ich. So, ich werde den klassischen Sakura-Blumenstart machen. Nur gerade kurz überlegt, wo ich sie platziere, aber ein bisschen weiter vorne, damit meine Harpien dann noch reinknallen können. Steht schon mal ein Auerochse, sehr gut. Mal sehen, wie weit wir ins Late Game kommen. Was hat er denn für ein Roll? Den Pyro-Start machen können. Hätte ich ihm auf jeden Fall empfohlen, weil er sonst magischer Schaden ist sehr gering. Hat er nichts außer die Knochenmark hier. Naja. Werden sehen. Angler und Manaros. Und ein Elementar, der übelst hier gebaut. Noch viel zu viel gebaut. So, überleg mal. Wir kriegen jetzt 84. Da ich auf Late Game spielen will, werde ich keinen Worker holen, sondern lieber die Wurzelqualle hinstellen, damit meine Blume überlebt und hochstacken kann, weil er schon wieder nichts schickt. Ist das ein guter Gedanke? Kann natürlich auch sein, dass er einfach nichts hat, weil er zu viel gebaut hat. Aber nur Wurzelqualle will ich auf jeden Fall hinstellen, damit ich da abwehren kann. So, ich kann dahinter einen freilassen, das heißt hier hin. Weil ich nicht möchte, dass meine Blume abkackt, die soll hochskalieren. Ja, da wird relativ schnell dann die Kingpins haben. Mit Mana raus übelst fett. Ich hatte immer noch nichts geschickt, na gut. Bin eben nicht. Dann werde ich jetzt aber Harpien hinbauen. Ich muss ein bisschen Knete reinschicken, damit ich weiter vorankomme. So, wir bauen Harpien hin. Zwei Stück. Habe ich denn überhaupt für Zauber? Muss ich mal gucken. Beschützer, Titan, Kreditor. Gut. Wird wahrscheinlich Beschützer werden. Er hat mir noch gar nichts geschickt, na? Da muss ich aufpassen. 100. Eine Turtle und eine Brute. Ja, die Blume wird down gehen. Gut, kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. So, ich guck mal hier. Wenn ich auf 6 was schicke, klingt das schon mal sehr gut. Okay, Blümchen hingestellt. Ich sammle mal, schick mal auf 6 was.
Pyro und zwei Masken. Okay. Hat relativ wenig gebaut. Alter, hat ja schon wieder übelst viel gebaut. Komm, ich schicke einfach ein Blut rein, was soll's. Wir müssen probieren. So, ich will auf jeden Fall, dass die abkacken. Und meine Blume nicht so viel Schaden bekommt. Komm, Echse rein. Die hoffen, die schnell down gehen. Ja, einer weg. Der zweite weg. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe geblockt, sehr schön. Beide haben verkackt. Super. Hat er das geschickt? Nö, nur Königsaufwertung. Sehr gut. Der erste Vorteil. Ah, schickt mir immer nichts. Der Sack. Da muss ich immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde erstmal den King auf. Und wird wahrscheinlich auf den Großvater noch was schicken. Hat schon gut was aufgebaut, aber die anderen sind halt noch scheiße. Hat drei Brutes geschickt. Drei Stück. Der wird das abwehren. Der macht das schon. Ja, doch, einen kann ich noch holen. Ich muss auch mal ein bisschen... bisschen Worker aufbauen hier. So. Es würde sogar fast Sinn machen, auf der 9 schon was zu schicken. Aber nur fast. Ich da genug Aufprallschaden haben würde. Ah, Blume down. Das ist immer so das gleiche mit der Wave 8. Dass das Fernkämpfer sind. Oh, verkackt. Hat der Hermit schon was gebracht? Sehr gut. Wir könnten auch auf 11 gehen. 11 würde auch Sinn machen. Können wir sogar ein bisschen den Split aufbauen. Ich habe ja diesmal keinen
Bananenbaum oder Pyro oder sowas. Okay, hat jetzt den King hochgepusht. Dann gehen wir auf 11. 160. Okay, das ist er schon mal weg. Ja, die Wraiths sind nicht gerade meine Freunde aktuell. Die sind ein bisschen zu fett für mich. Mit Fiesta wäre es geil, weil dann hätte ich jetzt immer mal nur so ein bisschen verkackt. Aha. Da gibt es gleich die guten Runden. So, da wurde abgewehrt. Ja, was machen wir denn jetzt? Noch mehr Harpien? Ich liege ein bisschen zurück. Okay, das wird keine einfache Runde. Man merkt schon, dass die Leute auf den höheren Rängen etwas anders spielen als die auf den niedrigen. Warum schickst du jetzt den Drach rein? Wir hätten doch so gut auf die nächste Wave gehen können, du Sackratte. Das brauche ich auf jeden Fall für den Kingpin. Okay. Das heißt, ich probiere mal wieder alleine mein Glück irgendwie. So, wir brauchen jetzt magische Power. Da fehlen mir genau 3 Piepen. Ich verkaufe einfach eine. Weil es mehr Sinn macht, jetzt auf den magischen Schaden zu gehen. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal schicken, weil ich schon angefangen habe zu schicken. Und dann gehe ich auf die 13. Mit ihm zusammen hoffentlich. 13 ist ja gut. 220, so. Jetzt habe ich aber gut magischen Schaden aufgerüstet. Das reicht trotzdem nicht. Ach du Kacke. Hier bin ich gut durchgekommen. Komm, ich baue noch einen. Was soll's? Ja, wenigstens der kann da ein-, zweimal schießen. Okay. Wir werden jetzt Harpien aufrüsten. 2 Stück. Und dann auf 13 gehen. Clear the skies. Auf 13. Lass mich überlegen. Hat eine Blume hingestellt, aber die ist egal. Die ist egal. Also werde ich ein Voreis brauchen. Und sonst nichts. Rein theoretisch. Sollte das reichen? Meine Frontline ist noch so schwach. Blume hat kaum eine Aufwertung bekommen.
Muss Frontline aufbauen. Consider it done. Ich brauche Frontline. Kann ich noch Worker holen, sehr gut. Zack. Den mit rein. Alles zwei Kingpins aufgewertet. Schwierig. Da kommt die Schnecke noch mit und gut. Mehr habe ich ja leider nicht zur Auswahl. Okay, will nächste Runde Fett schicken. Muss ich neue Wurzelquallen hinstellen. Die Kingpins halten halt ordentlich aus, aber wenn die weg sind, ist Schluss. Ja, ist gut durchgekommen, sehr gut. Oh, einer durchgekommen. Und dabei hat er nichts geschickt. Okay, das gibt uns erstmal einen Vorteil, aber ich werde nächste Runde erstmal was bauen. Ja, ein, zwei Worker kann ich rein theoretisch holen. Ich brauche mehr Wurzelquallen. Ich werde tatsächlich hier in die Reihe vorne hinpacken. Damit ich da besser verteidigen kann. Ja, ich habe plus 10. Hm. 16 würde Sinn machen für mich. Okay, man merkt schon, die Frontline, die ich aufgebaut habe, die hat schon sehr viel geholfen. Hat natürlich nicht alles weggemacht, aber das war schon echt viel wert. Gerade jetzt die Wurzelquallen werden für die nächste Runde stark. Ich werde die Priesterin aufwerten, damit ich mehr Laserenergie habe. Ich kann keine aufwerten, weil die teuer sind. Ich muss schon noch welche hinstellen. Hm, was stehst du denn? Stehst du davor? Ja. Und dann versuchen wir einfach auf 16 durchzubrechen. Ja, wir müssen Fett schicken. Der hat hier Kingpins und alles. Wir müssen Fett schicken. Ohne Sammeln wird das nichts. So, das heißt, wir knallen richtig rein. Den. Den. Den brauche ich. Ohne den komme ich nicht voran. Eine Mole muss ich noch mit reinpacken. Mole mit rein. Und dann gucken wir, was übrig bleibt. So, genau 0 piepen. Das sieht doch gut aus. 100 kriege ich noch zusammen. Naja, okay, den Hermit kriege ich noch rein und dann nichts mehr. Gerade die Auren sind gut gegen seine Elementare. Und gegen die Blume natürlich. Ja, komm, Schnecke mit rein, was soll's.
Ich habe nicht so viel Auswahl. Oh, die kriegt schon gut auf die Fresse. Der ist schnell down. Jawohl. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Jawohl, beide schnell durch. Ich bin down. Er hält sogar noch. Sehr schön. Das war's. Victory. Perfekt. Ja, zum Glück ist das ein 2 gegen 2 Spiel. Da kann der eine den anderen ausgleichen. Oh. Hä? Cartoon-Mimik? Ich hab einen Skin? Geil. Ja, das war eine weitere Runde der Nietzschen. Schaut doch gerne bei Ahnung Videos vorbei. Zum Beispiel hier. Wolfshode-Strategie. Ja, ist ein gutes Video. Lasst gerne ein Abo da, ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt von Legion TD2, bis dahin, entspannten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.